Wenn du ein Auto aufbaust, kannst du nicht einfach einen Allrounder zusammenschrauben und erwarten, dass du damit gewinnst. Die anderen Jungs bauen für jeden Renntyp spezielle Autos auf und das solltest du auch tun. Wenn du zu den Renntagen dieselben Autos mitbringen willst, wäre es nicht schlecht, verschiedene Setups vorzubereiten, die auf die unterschiedlichen Strecken abgestimmt sind. Manche der Jungs fahren mit Teilen, die gibt's normal gar nicht zu kaufen. Aber keine Panik, wenn du irgendwann gut genug bist, weihen dich die Shops vielleicht in ihre Geheimnisse ein. Versuche mit Nachrüstteilen das Beste rauszuholen oder verbessere das Originaldesign des Autos. Allerdings zählt dabei jedes Gramm Gewicht, also verpasst deinem Wagen eine Diät oder bau stärkere, leichtere Teile ein. Um bei super Highspeed-Rennen gut auszusehen, solltest du deinen Wagen windschnittig machen. Der Windkanal hilft dir dabei. Du willst direkt ins Auto steigen und losfahren? In den Shops kannst du dir schnell Upgrades einbauen lassen. Alles Weitere wird für dich erledigt. Wenn du nicht willst, dass irgendeiner an deinem Wagen rumfummelt und du genau weißt, was du willst, kannst du deine Teile selbst aussuchen und sie zu super coolen Custom-Teilen modifizieren. Auf der Strecke oder dem Prüfstand kannst du dann sehen, wie gut deine Arbeit war.